Hallo, willkommen auf meiner Website, willkommen in meinem Film. Ich heiße Eva und meine Website heißt Entspannt beim Zahnarzt. Ich habe sie für Menschen geschrieben, die nicht so entspannt beim Zahnarzt sind, die da noch ein bisschen Hilfe brauchen, dass es ihnen leichter wird. Ja, dieses Video soll so eine Inspiration für dich sein. Und ich möchte dir eben zeigen, dass es tatsächlich möglich ist, entspannt beim Zahnarzt zu sein. Ich bin jetzt gerade beim Zahnarzt. Ich habe gerade meine Zähne schön geputzt bekommen, professionelle Zahnreinigung, damit sie nachher sauber sind, weil ein Eingriff gemacht werden soll. Und du kannst jetzt so ein bisschen Mäuschen sein, wie es mir geht. Also jetzt vorher, ja. Nachher werde ich auch nochmal versuchen, so ein bisschen Text aufzunehmen. Vielleicht auch zwischendrin. Manchmal heißt es ja, okay, Sie dürfen jetzt mal aufsitzen, Sie dürfen spülen. Und wenn da eine passende Pause ist, werde ich das auch nützen, um so ein bisschen dir was zu erzählen, was ich jetzt gerade gemacht habe, dass ich die bisherige Behandlung einigermaßen gut überstanden habe. Es gibt eine ganze Menge Tricks, die man machen kann, und da möchte ich dir ein paar verraten. Ja, woran liegt es, dass manche Menschen Probleme beim Zahnarzt haben und andere nicht? Vielleicht hast du den Eindruck, dass es an dir liegt, dass du vielleicht besonders ängstlich bist oder besonders schwach oder was auch immer. Aber ich glaube, daran liegt es nicht, sondern es ist nur das Problem der Einstellung, ein Schalter, den man umlegen kann in deinem vegetativen Nervensystem von Stress zur Entspannung. Dieser Schalter ist irgendwann mal extrem auf Stress gefallen und da ist er heute noch. Und wenn wir den Schalter nicht umlegen, wirst du immer Probleme haben. Aber es gibt die Möglichkeit, diesen Schalter umzulegen. Und es ist nicht nur so ein Schalter, es gibt noch eine Menge Knöpfe in dir, in deinem System. Knöpfe, die man drücken kann, ein- und ausschalten. Oder auch Knöpfe, die man drehen kann, wo man Lautstärke regulieren kann, wo man Dinge auf Lupe anschauen kann. Und ich glaube, du hast wahrscheinlich die Lupe eingebaut, wenn du beim Zahnarzt bist. Du hast einen Filter drauf, einen Filter, dass du immer die unangenehmsten Sachen besonders deutlich siehst. Und alle diese Dinge könnte man verändern. Es gibt in der Entspannung, in den Entspannungstechniken ganz viele Möglichkeiten, hier dran zu drehen, sodass du auch dir leichter tust, beim Zahnarzt zu sein, dass du ruhig und sicher bleiben kannst und am Schluss mit einem Siegerlächeln nach Hause gehen. Ja, was macht, wenn ich zum Beispiel in so eine Praxis gehe, dann denke ich nicht, oh, was kann mir jetzt da alles passieren und was gibt es für schlimme Sachen. Ich fokussiere nicht die Bohrer und das mit der Lupe so in ganz groß, sondern ich schaue mich um, was ist schön hier. Also heute zum Beispiel ist ein wunderschöner Tag, die Sonne scheint. Das kann ich schon mal genießen. Dann ist hier eine Kalligrafie. Ich finde die wunderschön. Zufällig oder ausgesucht natürlich vom Zahnarzt sind hier Wörter, die einem gut tun. Mir tut ganz gut die Gesundheit. Wenn ich Gesundheit lese, sage ich ja, genau, um das geht's. Es geht um meine Gesundheit. Es werden heute bei mir Zähne entfernt, die ein Störfeld geben, die meine Gesundheit seit Jahren attackieren. Und das muss jetzt endlich anders werden. Das heißt, Gesundheit ist heute mein Motto. Und ganz schön finde ich auch dieses Wortchen Vertrauen. Vertrauen, das ist auch das, was ich jetzt haben sollte. Wenn ich Vertrauen habe, geht es mir gleich viel besser. Und ich werde jetzt, weil zufällig diese Wörter hier stehen, etwas draus machen, eine Atemübung. Dann kannst du es gleich ausprobieren. Ich werde jetzt einatmen und Gesundheit denken und ausatmen und Vertrauen denken. Wenn du Lust hast, mach einfach mit. Fangen wir bloß mal mit der Gesundheit an. Du atmest ein und denkst Gesundheit und atmest wieder aus. Und wenn du Gesundheit einatmest, dann kriegst du immer mehr davon. Und Gesundheit rückt in den Mittelpunkt. Nicht das, was dann jetzt gemacht wird, sondern deine Gesundheit, meine Gesundheit. Und beim Ausatmen dann mal probieren, Vertrauen zu denken. Wenn ich Vertrauen denke, dann lasse ich mich gleich ein bisschen mehr hier in meinen Stuhl hineinsinken. Vielleicht sogar hinten anlehnen. Wenn ich Vertrauen beim Ausatmen denke, dann werde ich ruhiger und entspannter. Das ist eine Atemübung, die habe ich jetzt improvisiert. Atemübung heißt bei mir schon immer, dass du bewusst ein- und ausatmest. Aber ich habe jetzt die Wörter, die hier an der Wand stehen, zufällig genommen, weil sie echt gut sind dafür. Gesundheit einatmen, Vertrauen ausatmen. Wenn man das eine Weile trainiert oder wenn ich das jetzt mache,
in dieser Situation nachher, die nicht so ganz prickelnd ist, dann wird es mir viel besser gehen, weil ich mit ruhigem Atem schon mal den Schalter umlege in meinem Vegetativum von Stress auf Ruhe. Ja, Atmen ist also ein wichtiger Trick. Das andere, was für mich total wichtig ist, ist, dass ich möglichst nicht nach 2 Stunden da liegen total verspannt bin. Das wird es sein, was dir passiert, weil automatisch wird man in der Situation mal die Schultern hochziehen, man wird mal die Arme anspannen, den Rücken anspannen, und wenn du das die ganze Zeit machst während dieser Behandlung, dann ist es sehr, sehr lästig, weil du nachher verspannt bist. Es kann sein, dass du Kopfschmerzen bekommst, dass du Nackenschmerzen bekommst, und das kann ich überhaupt nicht haben. Das möchte ich nicht haben. Ich möchte eigentlich für mich sorgen und dafür sorgen, dass es mir nachher immer noch gut geht. Das heißt, ich werde Muskelrelaxation machen. Du kannst mal ausprobieren, vielleicht magst du es auch mal probieren. Man kann kritisch schauen, dann ist die Stirn verspannt, oder man kann wieder locker lassen, dann ist es sofort ein anderes Gefühl. Man kann die Schultern hochziehen, dann ist es Anspannung, oder man kann loslassen, ausatmen dabei, dann ist es ein neues Gefühl. Und ich werde, wenn ich nachher auf dem Zahnarztstuhl liege, nicht als ganz großes Bild das haben, was der Zahnarzt macht und seine Werkzeuge, seinen Bohrer, sein was weiß ich alles, sondern ich werde das bei ihm lassen. Ich habe Vertrauen und ich gebe die Verantwortung ab. Wir haben Arbeitsteilung, er arbeitet und ich entspanne mich. Ja, und ich werde dafür sorgen, dass es mir richtig gut geht. Dazu brauche ich erstens Sauerstoff. Ich werde also ständig beobachten, ob ich gut atme, werde die Hände auf den Bauch legen, spüren das Einatmen, spüren das Ausatmen. Das ist schon ein wichtiger Schritt. Und dann wird ständig meine Hauptaufmerksamkeit auf meinem Körper sein. Ich werde da oben anfangen, ob die Stirn entspannt ist, ob die Augen entspannt sind, die Wangen, die Zunge, der Bauch. So gehe ich Stück für Stück durch den ganzen Körper durch. Das heißt, ich habe gar nicht so viel Zeit, mich um das zu kümmern, was er macht. Das ist das, was bei dir so im Vordergrund steht, dieses ganze Unangenehme. Das, für mich ist wichtig, die Hauptkamera, der Hauptbildschirm, mein Wohlbefinden, und ich bin dafür verantwortlich. Der Zahnarzt ist für diese Aktionen verantwortlich. Er muss seine OP machen. Ich entspanne mich. Und das würde ich dir auch empfehlen und das kann ich dir auch gerne beibringen, wie sowas geht. Probier mal aus, wie es ist, wenn du Muskeln anspannst. Wenn ich da so durchgehe, dann kann es mir passieren, dass ich bei den Beinen unten ankomme und dass die Beine, vielleicht sogar die Füße ein bisschen hochgezogen sind, dass die Zehen ein bisschen eingekrallt sind, wenn ich noch eine Restspannung habe. Mach das mal mit. Krall mal deine Zehen ein, spann die Beine an bis rauf zu den Pobacken. Das ist Spannung. Und in so einer Spannung wirst du alles, was passiert, doppelt so deutlich erleben. Die Geräusche werden schlimmer sein, Empfindungen werden schlimmer sein, weil die Spannung deiner Muskulatur im Nervensystem sofort auf Stress schaltet. Das Gegenteil machen wir jetzt. Lass wieder locker. Ja, entspann die Beine, dann fallen die Füße vorne so leicht auseinander. Entspann den Bauch, dass du wieder tief atmen kannst. Entspann die Schultern. Und das ist der Trick, das macht mindestens 50% aus, was diese Empfindungen anbelangt. Deine Empfindungen im verspannten Zustand werden doppelt so stark sein, das heißt, du leidest doppelt so stark. Ich weiß, wie es geht, ich entspanne mich und damit habe ich auf die Hälfte geschaltet. Also das, was da real passiert, empfinde ich halb so schlimm. Und es ist wirklich viel besser, halb so schlimm zu empfinden als doppelt so stark. Das ist der Trick. Okay, ja, jetzt wird dann der Zahnarzt kommen, es wird losgehen und ich melde mich wieder, wenn ich mal so eine kleine Pause habe. Es ist für dich einfach nur ein Cut. Damit es kein harter Cut ist, werden wir so ein Ruhebild einblenden für 3 Atemzüge. Und du könntest nochmal es mit dem Atmen probieren. Einatmen, Gesundheit. Ausatmen, Vertrauen. Mach das 3-mal und dann bin ich wieder da in der nächsten Pause.
Ja, okay, die erste Runde habe ich schon hinter mir. Ja, 13, die Problemfelder waren, Störfelder waren, sind jetzt heraus. Es ist sehr gut gegangen, hat sich war gut zu entfernen. Und ich habe dir ja vorher schon erzählt, was ich so mache. Ich habe also geatmet, rückgeatmet, habe ständig versucht, mich zu entspannen. Meine Schultern, meine Beine, meinen Rücken, alles locker zu lassen. Das sind also zwei Dinge, die wichtig sind. Was auch wichtig ist, ist, dass der Fokus, der angstvolle Fokus, nicht irgendwie auf den Instrumenten ist und auf dem, was passiert, sondern da habe ich eine Arbeitsteilung. Der Zahnarzt macht den Job, der macht die Arbeit, ich mache die Entspannung und ich kümmere mich nicht, ob er das richtig macht und wie lang und keine Ahnung. Er weiß es und er macht es und ich überlasse ihm das. Also auf dem einen so ganz winzigen Bildschirm habe ich so was passiert. Was macht der Zahnarzt, aber das interessiert mich nicht wirklich. Mich interessiert der große Bildschirm, auf dem ich bin, wo ich nachschaue, ob ich gut atme, ob ich entspannt bin. Und dann gibt es noch einen ganz wichtigen Bildschirm. Das ist der Bildschirm, auf dem ich kontrolliere, was ich denke. Weil durch Gedanken kannst du die Situation in die eine oder in die andere Richtung verändern. Du kannst sie viel dramatischer machen oder du kannst sie viel einfacher machen. Was so eine Situation eskalieren lässt, ist, wenn du denkst, nein, nein, nicht, bitte nicht, oder nicht so lang oder nicht so tief, also wenn du mit Nein denkst. Das mache ich absolut nicht. Ich versuche also meine Gedanken zu kontrollieren. Ich kann das sehr gut, weil ich das schon öfter mal geübt habe. Und du kannst es auch üben und kannst es auch schaffen, dass du in dieser Situation nicht Nein denkst, sondern Ja. Es ist deine Entscheidung, was du denkst, und wenn du Ja denkst, ist alles halb so schlimm. Ja, allein ist jetzt so ein bisschen weich. Wenn ich mir denken würde, ja, 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 dann klingt das so ein bisschen schwach. Ich nehme deswegen das englische Wort okay und würde mir eben in so einer Situation, wo es ein bisschen happig hergeht, dann denken, okay. Und zwar nicht nur einmal, weil sonst kommt sofort wieder das Nein. Das Nein ist so ein bisschen voreingestellt, bei mir genauso wie bei dir. Bloß du denkst dann weiter Nein und schaukelst dir die Situation auf, während ich dann okay denke und nochmal und nochmal und nochmal, einfach so lang, bis diese Situation, die vielleicht gerade ein bisschen spannend ist, bis die weg ist. Also okay, 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 okay. Und damit bin ich im positiven Modus. Ich kann kein Nein denken, ich kann mich nicht aufregen, ich brauche mich nicht verspannen, sondern ich bin im Flow. Ein anderes Wort ist auch sehr schön, das ist das französische Être d'accord, im Einklang sein. Das denke ich mir auch manchmal. Ich sage, okay, egal was jetzt passiert, ich bin im Einklang. Ich bin nicht dagegen, ich möchte nicht weglaufen, ich möchte mich nicht dagegen wehren. Ich bin auch überhaupt nicht irgendwie tapfer, ich kämpfe nicht, um Gottes Willen, sondern ich bin einfach möglichst entspannt und ich bin d'accord. Ich bin im Einklang mit dem, was gerade passiert, und das hilft mir total. Ja, es wird dann weitergehen. Ich brauche natürlich jetzt einen Ersatz an der Stelle. Wir machen dann sofort Implantat und ja, im Moment wird man vielleicht so ein bisschen die Lücke sehen, aber nachher wird in der Lücke, da muss ich noch breiter lächeln, okay, in der Lücke einfach dann die, diesen Kegel wahrscheinlich von dem Keramikimplantat sehen. Gut, für dich wird es dann wieder eine Überblendung geben, einfach mit einem Ruhebild. Und ich würde vielleicht mal ausprobieren, ob du einen bestimmten Gedanken denken kannst. Ich habe zum Beispiel die letzten 14 Tage, wenn ich an die Behandlung gedacht habe, mir so einen Satz gestrickt, der sehr hilfreich auch ist. Und der heißt, warum ist die Behandlung erfolgreich und ganz leicht? Ist komisch, ne? Es ist eine Frage. Aber die Frage, die funktioniert sehr gut. Wenn ich mir denken würde, die Behandlung, die soll erfolgreich und ganz leicht sein, dann ist das nicht so gut. Vor allem, wenn ich es in die Zukunft sage, die Behandlung wird leicht sein, das nützt deinem Unterbewussten gar nichts, das checkt es gar nicht. Es reagiert nur auf Gegenwart, das heißt, ich muss in der Gegenwart formulieren, warum ist die Behandlung erfolgreich und leicht. Und wenn ich so diktiere, ist es nicht so optimal, besser ist es einfach, diese Warum-Frage zu stellen. Warum ist die Behandlung erfolgreich und leicht? Weil dann sucht mein Unterbewusstes und ich suche letztendlich das ganze Universum nach Lösungen und unterstütze mich dabei.
Probier mal in dieser Überblendung auf die nächsten, auf die nächste Situation, in diesem, wenn mal das Ruhebild kommt, für dich zu denken, warum ist eine Zahnbehandlung erfolgreich und leicht? Oder du kannst auf irgendwas denken, was für dich gerade wichtig ist. Warum ist das, was du gerade brauchst, so wie es du dir es wünschst, leicht, erfolgreich, liebevoll? Keine Ahnung. Probier für dich eine Frage zu formulieren. Warum ist... Und das lässt du ein bisschen wirken und dann kannst du dir die Frage nochmal stellen und nochmal und dann geht es dir wieder weiter. Bis nachher. Ja, hallo. Jetzt sind 3 Stunden vorbei. Und die OP ist beendet. Ich habe jetzt wieder ein Provisorium drin. Es schaut fast aus, wie wenn nichts gewesen wäre. Und es darf jetzt alles 3 Monate einheilen. Und dann bekomme ich schöne neue Kronen auf dieses Implantat. Und dann schaut die Welt wieder gut aus. Ja, ich gebe zu, ich bin froh, dass es vorbei ist. Es ist nicht so, dass es so ganz spurlos vorbeigeht, sondern es ist eine gewisse Anstrengung, die Gedanken so lang in diesem positiven Kontext zu halten, den Atem zu beobachten, immer wieder festzustellen, dass sich irgendwo doch eine Spannung aufbaut und sie wieder loszulassen. Und es waren auch Momente dabei, wo ich meinen Geist wirklich beschäftigen musste, damit er nicht auf dumme Gedanken kommt, so auf den Gedanken, oh Gott und Drama, sondern dass er dabei blieb bei der Sache. Und da habe ich zum Beispiel diesen Trick genommen, von einer hohen Zahl wie 400 rückwärts zu zählen. Das ist zumindest für mich, aber auch für die meisten Leute soweit kompliziert, wenn ich sage, okay, 400, 399, 398, da muss ich mich relativ stark konzentrieren. Und so unangenehme Situationen sind ja nicht ewig lang, die sind so ein bisschen kürzer. Und da zählt man dann einfach. Und dann kommt man halt bis 395 oder vielleicht bis 390, dann ist es eh schon wieder vorbei, dann passiert wieder irgendwas anderes, was weniger herausfordernd ist. Also das sind so Tricks, die ich mir dann eben noch dazu nehme. Und auch so dieses Offenbleiben. Also nicht allzu sehr eng werden, sondern offen bleiben und wissen, okay, das, was jetzt gerade passiert, das darf passieren, dieses D'accord sein, im Einklang sein. Also diese Sache geschehen lassen und dann auch wieder loslassen. Das ist vielleicht ganz wichtig, weil bei mir ist es jetzt so, dass ich die Dinge eingeatmet habe, verarbeitet habe, losgelassen habe. Das heißt, jetzt bin ich nicht irgendwie, habe ich nicht die Idee, ich habe jetzt was Furchtbares erlebt und es war eine Katastrophe und es ist so ein ganzer Rucksack von unangenehmen Empfindungen jetzt da, sondern im Gegenteil, es ist einfach nur dieses, ja, okay, ich habe es geschafft und es ist eher so eine Hochstimmung, die kommt natürlich nicht von ungefähr, sondern die kommt daher, dass in dem Moment, wo du Entspannung betreibst, wenn du Atemübungen machst, Entspannungsübungen machst, wenn du mental arbeitest, dann produziert dein Körper bestimmte Stoffe. Das sind Botenstoffe wie Serotonin oder andere. Das sind Hormone, vor allem auch Endorphine. Also was mein Körper jetzt netterweise für mich produziert hat, waren Bitter-Endorphine. Gibt es eine Studie, die Wirkung von 3-mal so stark wie Morphium. Das heißt, man braucht dann gar nicht so viel von außen, beziehungsweise das, was Morphium macht, so dieses High-Gefühl, dieses Glücksgefühl auslösen, das wirkt dann gegen diese unangenehmen Dinge, die einem da gerade passieren. Die unangenehmen Dinge, die drücken einen so ein bisschen runter, die rütteln so ein bisschen an der Resilienz, an dieser Abwehrkraft deiner Seele und dein Körper unterstützt dich, indem er in diesem Entspannungsmodus in der Lage ist, passende Hormone zu produzieren, das ist ein Seligkeitshormon und eben diese Bitterendorphine, und von denen habe ich jetzt einiges noch im Körper. Das ist dann so eine Reaktion, alles ist vorbei, das Problem ist vorbei. Ich kann jetzt eben nach Hause fahren bzw. gefahren werden und ja, überschießen oder bleiben tut dann eben so ein ja, super, ich habe es geschafft. Und das kann man dann eben entsprechend genießen. Das ist dann so der Lohn dafür, dass man sowas mal eine Weile trainiert. Ja, wenn du ein bisschen was davon
mitnehmen möchtest. Vielleicht kannst du dir aus dem Film schon alle Rosinen rauspicken und damit nächstes Mal beim Zahnarzt viel leichter durch die Situation durchgehen. Dann würde mich das total freuen. Wenn du denkst, naja, also das mit dem Atmen, das mit dem Entspannen, das hätte ich schon noch ein bisschen genauer gelernt, dann komm einfach in meinen Kurs. Zurzeit gibt es sehr viele Online-Kurse, Zoom-Kurse von mir. Alle 4 Wochen beginnt wieder ein neuer. Und ich würde dir raten, nicht so auf den letzten Drücker kurz vorm Zahnarzttermin anzukommen und sagen, hey, liebe Eva, jetzt muss es aber schnell gehen, sondern nimm dir Zeit, fang am besten jetzt gleich schon an, dass du dann in einigen Wochen oder auch erst in 2 Monaten so weit bist, dass du gut atmen kannst, bewusst, dass du gut Muskeln entspannen kannst, dass du deine Gedanken an der Leine hast, dass du sie bitten kannst und bestimmen kannst, dass sie positiv denken und dich unterstützen und dass dein Körper gewöhnt ist, für dich solche Glückshormone und Entspannungshormone zu produzieren, weil dann klappt es bei dir auch super, wenn du den nächsten Zahnarzttermin hast. Du kannst mich gerne anrufen, auf meiner Webseite ist die Telefonnummer, du kannst mir gerne eine Mail schreiben oder du kannst eben bei einem dieser Kurse mitmachen. Die Zoom-Kurse sind zunächst mal Gruppenkurse. Wenn du sagst, na, das ist was so Persönliches, so was Intimes, das möchte ich sehr diskret behandeln, dann möchte ich bitte ein 1-zu-1-Gespräch, dann machen wir das einfach so. Es gibt beides. Schau einfach auf meiner Website nach. Entspannt beim Zahnarzt kommen. Ich danke dir, dass du so lange dabei geblieben bist, dass du dir das alles angehört hast. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren, dass es Möglichkeiten gibt. Ja, und ich freue mich auf dich. Dankeschön.